Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Ich habe gedacht, als erstes Tutorial nehme ich das Tutorial zu Cam Studio. Das ist das Programm, mit dem ich die Videos von meinem Desktop aufnehme. Als erstes stand eben die Frage da, was für ein Programm nimmt man, um seinen Desktop aufzunehmen. Und nach ein bisschen Recherche kam ich eben auf Cam Studio, da es Open Source ist und auch komplett frei, kostenlos. Und downloaden könnt ihr das auf camstudio.org oder auf chip.de. Hier auf camstudio.org findet ihr den Download-Link, wenn ihr ein bisschen runter scrollt hier. Dann findet ihr auch gleichzeitig noch einen Codec dafür. Den finde ich aber unpassend, deshalb habe ich einen anderen runtergeladen. Und zwar diesen hier. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und zwar kann man mit dem einfach bessere Videoqualität aufnehmen. Ja, wenn ihr beides installiert habt, dann startet ihr das Programm ganz normal eben per Doppelklick und dann findet ihr es erstmal so vor, dass es ja auf, nichts aufnimmt. Dann habt ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es fängt an hier oben mit File, Record, Stop, Pause oder Exit. Record ist eben zum Aufnehmen, Stop, um die Aufnahme zu stoppen, Pause, um die Aufnahme zu unterbrechen und Exit eben, um das Programm zu schließen. Das gleiche findet ihr auch hier in diesen Buttons. Das ist der Button zum Aufnehmen, für eine Pause während des Aufnehmens und für das Beenden der Aufnahme. Dann bei Region oder Region, da wählt ihr eben eure Größe, die ihr aufnehmen möchtet. Da könnt ihr zum einen Fullscreen wählen oder eben eure ganz eigene Einstellung. Hier ist jetzt auf 320x240. Dann geht es weiter mit den Options. Als erstes habt ihr da Video Options und da wählt ihr als erstes den ganz unten den FFD Show Video Codec aus, das ist den ihr eben runtergeladen habt. Den könnt ihr jetzt hier unter Configure konfigurieren. Da tut man als erstes hier oben die Bitrate KBPS auf ganz hoch stellen, da man eben dann auch ein HD aufnehmen kann. Dann klickt man auf eben auf Übernehmen. Okay. Nun seht ihr, hier könnt ihr jetzt gar nichts weiter dran ändern. Das liegt eben daran, dass ihr Auto-Adjust gewählt habt. Wenn der Haken weg ist, dann kann man auch wieder was drin verändern. Aber das Auto-Adjust, das lässt man eben, weil man das eben hier oben selbst in dem Programm konfigurieren kann. Dann gibt es hier unten noch die Framerate. Die steht auf maximal, weil wenn man nur ein Frame pro Minute hätte, wäre das ziemlich doof, weil man dann einfach nichts wirklich sehen würde. Dann geht es weiter mit Cursor Options. Da könnt ihr verschiedene Sachen zum Cursor wählen, was für ein Symbol der hat und so weiter. Ich habe ihn auf dem Standard stehen. Ihr könnt ihr von dem Programm aus andere wählen. Aber ich finde, so ein Buch ist nicht so sinnvoll, um etwas zu zeigen. Deswegen habe ich den Standard Windows Cursor genommen. Diesen könnt ihr entweder hide, also verstecken. Aber wenn man etwas zeigen will, finde ich es sinnvoller, wenn man den eben da hat. Dann könnt ihr hier bei Cursor Highlight dem ein Highlight geben. In dem Fall ist es ein Rechteck, was dann um diesen Cursor erscheint. Könnt ihr noch einen Kreis wählen, eine Ellipse oder ein Quadrat. Und ihr könnt eben auch die Farbe verändern. Aber die Farbe, die ihr gewählt habt, die ist auch schon soweit gut, weil die ist nicht so durchsichtig und auch nicht zu dunkel. Ja, dann geht es weiter mit der Audio-Option. Könnt ihr zum einen wählen Do Not Record Audio, also keinen Ton mit aufnehmen, oder eben halt vom Mikrofon oder vom Speaker. Ich habe eben vom Mikrofon, da ich ihn über das Mikrofon aufnehme. Klingt logisch, weil ist es auch. Dann habt ihr hier verschiedene Optionen zu den einzelnen Aufnahmemöglichkeiten. Ich klicke mal auf die vom Mikrofon. Da könnt ihr hier Recording Format wählen. Da habe ich auf unten auf das 44,1 kHz. Stereo 16-Bit gewählt, weil das einfach das Beste ist. Und bei den anderen Einstellungen, die lässt man auf Standard, weil es auch so ziemlich gut funktioniert. Ja, die gleichen gibt es eben auch nochmal für Speaker und es gibt eine Audio- und Video-Synchronization. Da kann man eben, ja, einen Vorlauf quasi, dass der Ton gleich aufliegt. Braucht man aber erstmal nicht. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit Enable Autopan. Das ist
gut, wenn man kleinere Bildschirmgröße aufnimmt. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier nur dieses Feld hier aufnehmen würde, dann würde man eben, ja, dann wäre quasi, ja, die Aufnahme auf dieses Feld begrenzt. Und mit diesem Enabled Autopan, da würde diese Bildfläche eben diesem Mauscursor folgen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehen würde, dann hätte der diesen Bereich so circa bei der passenden Bildschirmgröße ausgewählt. Das ist ziemlich gut, wenn man etwas Kleineres zeigen will und zum Beispiel auch nicht diesen Codec, den ich eben euch gezeigt habe, installiert hat. Ja, dann gibt es hier noch die Autopan Speed, die sollte so auf ungefähr 100 stehen, dann ist es nicht zu schnell und nicht zu langsam. Ja, dann gibt es noch verschiedene Programmoptionen, zum Beispiel Minimize Programm und Start Recording. Das ist, dass der eben dieses Programm hier minimiert, wenn man die Aufnahmen startet. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil da gibt's oder da kann es zu einigen Problemen kommen, dass der Bildschirm eben flackert, wenn man es versucht dann wieder zu öffnen. Dann gibt es noch weitere Optionen. Hide Flashing, Retangle During Recording oder Save Settings on Exit. Save Settings on Exit bedeutet eben, dass der ja, geänderte Systemeinstellungen mit dem Schließen des Programms auch speichert. Zum Beispiel, wenn man die Größe von dem Aufnahmefeld auf ändert oder Audio-Option verändert. Dann hier ist Capture Translucent oder Layered Windows. Das habe ich einfach mal so auf Standard gelassen, weil ich jetzt auch nicht genau weiß, was das bedeutet. Dann Play AVI-File, when recording stops. Das ist eben, dass der das aufgenommene Video abspielt. Und da kann man eben verschiedene Programme nehmen. Ich habe es auf dem ganz normalen Cam Studio Player 2.0. Und dann stoppt der quasi das aufgenommene Video, sobald man es gespeichert hat. Geht es auch weiter mit dem Zielordner, wo der das hinspeichern soll. Und dann habe ich jetzt auf den Standard Windows-Ordner genommen. Kann man natürlich auch Desktop oder sowas auswählen. Dann die Priorität, Recording, Stretch Priority, habe ich auf Normal stehen, weil das finde ich reicht voll und ganz. Name of AVI-File, Ask for File Name, ich denke, erklärt sich von selbst. Der Name von der Filmdatei soll eben am Ende abgefragt werden und man speichert das eben unter dem Namen, den man möchte. Ja, das Troubleshoot, wenn man darauf klickt, kann man sich an die Hersteller wenden, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Gibt es noch Record to Flash Options? Das habe ich auch so auf Standard gelassen, da das in Ordnung so ist. Gibt noch die Keyboard Shortcuts. Das ist eben ja zum Beispiel Record Pause Key. Das heißt, wenn man F2 drückt, dass dann eben auch das Video pausiert wird oder eben auch angefangen wird zum Aufnehmen. Stopp, um das Video zu beenden. Das ist F3. Aber das kann ja jeder selbst wählen. Und die anderen eben Cancel Recording, das heißt eben, dass er die Aufnahme abbricht. Ja, dann gibt es noch hier verschiedene Tools, zum Beispiel Screen Annotations. Dann kann man eben Felder, ja, entfernen quasi. Hier zum Beispiel eine Sprechblase eben, um etwas zu beschreiben bei dem Video, was man aufnimmt. Aber das brauche ich bei diesem Video jetzt nicht. Aber ist eine sehr interessante Eigenschaft. Dann gibt es noch Video Annotation, das ist zum Beispiel, wenn man ja, auf eine Webcam umschwenken will. Das habe ich aber jetzt nicht. Dann gibt es hier View, das ist eben der, ja, der Benutzeroberfläche. Wenn man da auf Compact View, dann erscheint hier oben, nämlich unten drunter nicht mehr die aktuelle Aufnahme, wie weit die ist und die FPS, also Frames per Second, welche wir eben auch eingestellt haben. Oder eben auf Button View. So, jetzt hat man hier, oh, wie kommt man wieder da hoch? Da gibt es hier einen kleinen Button, Toggle View, und dann erscheint eben wieder alles. Wenn man das so, kann man die ganzen Optionen durchgehen. Dann gibt es noch Help. Da gibt es eben verschiedene Hilfemöglichkeiten, um sich eben, ja, von den Herstellern helfen zu lassen. Danke.